Okay. Welchen Angriff kann ich damit nutzen? Nidoran kann auch nichts Effektives. Okay, mit dem Boss-Trainer möchte ich mich noch nicht anlegen. Ich suche noch das Sichlor. Fuck, ich glaube, jetzt fuck bei mir das Teil. Wieso? Weil ich Nido gehandelt habe und gleichzeitig dann Pokémon-Kampf angefangen habe und jetzt muss ich nochmal neu starten. Ey, Speed, ich frage einfach Stefan, ob der eins haben will und ob der tauscht gegen irgendwas Besonderes. Genau. So Level 50 eben. Alter, wie du jetzt einfach 15 da Shiny findest. Ist der online? Ist der online? Ist der online? Ah, Mann, der muss online sein. Ey, sonst ist der. Sonst ist Dauer der online, weißt du? Und jetzt, wenn man mit ihm tauschen will, ist er nicht da. Er wusste das. So, wo ist das letzte Sichlor? Sichlor. Komm bei Fuß. Oh, wieso haben die alle Pokémon, die zweimal in Folge angreifen können, bevor man selber angreifen darf? Hä? Wie mein? Ich hole ein Pokémon rein, er greift mich an. Ich suche einen Angriff aus, er greift mich nochmal an. Wenn du ein Pokémon reinholst, kann er einen Zug ausführen. Ja. Und dann ist er immer noch schneller. Ja, dann ist er schneller, weil er einfach schneller ist. Brauchst du Agilität. Und ich habe wirklich kein Pokémon, was in der Arena was machen kann. Wo ist das letzte Sichlor, verdammt? Ich wüsste nicht, welches Pokémon ich nutzen sollte. Ich muss ein neues fangen anscheinend. Ah, da oben ist das letzte Sichlor. Perfekt. Ich kann es dir nicht sagen, dein Chigi ist ja voll am Arsch. Ja, Ninoshigi, alle anderen auch. Es ist super effektiv gegen alles, was ich habe. Okay. Ist das gegen den Nidoran? Der Nidoran ist auch Gift. Mein Nidoran hat aber keinen Schaden an dem. Oh, der Squirtle hat einen Kleinstein. Dem muss es irgendwo Kleinsteins geben. Ein Kleinschwein? Kleine Schweine. Ein Kleinstein? Oh, das fange ich mir nur. Obwohl, wir können doch handeln dann jetzt, oder? Ich guck mal, ob ich den schaffe, den Pokémon-Kampf, wenn nicht, hole ich euch Kleinsteins. Die sollten ja in der Elektro-Arena kein Problem haben dann. Hm. Ach, kommst du in die Höhle rein, oder? Ich weiß es noch nicht. Ich kann oben rausgehen. Da von oben kam gerade einer mit dem Kleinstein. Oh, das glitzert so schön. Das ja. Aber ich muss erstmal trainieren, weil ich möchte noch so viel wie möglich Power haben. Weißt du denn, wie hoch du für den Bosskampf sein musst, ungefähr? Jemand hatte in meinem Video geschrieben, 25 reicht Glutexo. Oh, toll. Da muss ich ja noch bis 30 trainieren. Oh, warte, mein Bisasamen hat bessere Chancen. Ne? Du hast bisher immun gegen Elektroangriffe fast. Nee, ja, ich habe hier wieder nur ein... Also er klang ziemlich gehässig von wegen, haha, die Sticky-Leute werden viel Spaß haben bei der nächsten Arena, haha. Und der Typ ist doch online, der ist nur als Offline da angezeigt. Ich habe mal einfach angeschrieben. Und hier ist ein Spoink, ein Schwein auf der Sprungfeder. Du hast ein Spoink? Das ist gut? Das ist geil. Was ist denn da? Also das ist ein Schwein auf einer Sprungfeder, hallo? Ja, es wird zu Groink. Was gibt's denn Geileres? Ja, es wird zu Groink, ja? Nur ein Buchstabe entfernt von Gronk. Oh mein Gott, das muss OP sein. Da habe ich es nochmal direkt umgebracht. Gronk ist ein richtiges Schwein, yay. Yeah. Es ist Gronk eine richtige Wildsau. Was macht ihr denn hier? Sind wir wieder alle im selben Gras? Ja, bestimmt. Was, wir rauchen alle? Ah, nee. Alle dasselbe? Roll. Alles aus dem selben Pokémon Center. Ein Level noch, dann kommt die tolle Bienenkönigin. Speed, brauchst du den Shiny Pokémon? Ich brauch den Scheiß nicht. Ja, gerne. Oh, cool. Da kommt mein Staralili hier weg. Okay, ich habe jetzt spezielle Pokébälle bekommen, mit denen ich spezielle Sichlor fangen muss. Und davon ist eins ein Ultra Shiny Sichlor, aber die darf ich nicht behalten. Oh. Also ich muss jetzt erstmal auf Route 4 gehen und die fangen, um dann auf Route 4 zu kommen. Ihr seid ja auch so dämlich und gebt alles wieder ab, genauso wie das Geld. Na, also, sagen wir so, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall hat mir jetzt gesagt, hey, du hast jetzt hier voll krass geschafft, aber wir sind noch nicht fertig, die anderen Sichlor wurden rausgetrieben. Am besten fängst du jetzt erstmal zwei Sichlor und am besten auch den Boss-Sichlor für mich. Na komm nicht du, du hast rein. Okay, ich muss jetzt den Gym-Leader besiegen. Dann versuchen wir es doch mal. Habe ich dich geheilt? So. Ja. Das ist einfach nur Hasty. Train it. Oh, geil. Okay. Er ist ein Elia. Elia wo? Accept? Ja, ich drück auch Accept. Vielleicht musst du auch eins hinzufügen. Accept. Okay, ich versuche es jetzt, sonst trainiere ich 30 Minuten lang. Yes.
Yes. Hä? Also mein Glumanda hat gute Karten, es zu schaffen. Drachenwut einfach. Du, yes? Ja, ich drück auf yes. Yes, yes, yes. Yes, Mann, yes. Echt Server. Hab ich noch irgendwelche guten Sachen zu machen? Was bedeutet das bei den Pokémon unten links unterm HP-Balken? Ist ein Pokéball abgebildet, einmal ein Grau und einmal ein Rot. Heißt das, wenn man schon mal gefangen hat? Ich kann keine Ahnung, was das bedeutet. Ich glaube, das ist einfach nur dieses UI-Fehler. Ich glaube, vielleicht Pokémon, was du schon mal gefangen hast und Pokémon, was du noch nicht hast. Das könnte es auch sein. Das geben wir jetzt da wieder. Ja. Und geil. Speed, freust dich jetzt über ein goldenes Pokémon? Das glitzert auch im Kampf. Ja, das tausche ich immer ins Saravir, muss wieder ganz viel trainieren und dann habe ich ihn. Ist eigentlich die Weiterentwicklung dann auch shiny? Klar. Dann gibst du es mir wieder, ne? Ein shiny Nocturne? Das kann ja gar nicht. Von Smogmog! Ein Smogmog hast du? Krass. Das wäre schon das cool. Jetzt, ja. Das ist auch hier im Gras. Ah, so, und wo gab es jetzt... Den Hut ist auch ein Sternchen neben dem Namen. Ja, okay, der Beweg war, glaube ich, hier lang. Smogmog habe ich mal gefangen, das könnte vielleicht was werden. Naja, Gift. Das Einzige, was du noch fangen kannst, ist das Elektrohörnchen. Das hat vielleicht noch eine gute Chance, weil es Elektro ist. Aber Smogmog, der wird doch zu diesem dreifachen Smogmog. Ich werde nur Pokémon haben, die sich in was verwandeln, was genauso aussieht wie vorher. Nur mehr. Magneto. So, also Magneto, Smogmog und Kombi. Und Dickstar, wird zu Dick 3. Ja. Klick, klack. Oh, klar. Das Feuer-Pokémon vom Offizier hat meinem Quapsel die Hälfte der EP abgezogen. Ja. Meine Wasserattacke macht gar keinen Schaden. Ich hab mit zwei Drachen wuten weggeholt. Wo ist denn die Höhle? Dann heißt es nämlich, guck mal, der hat nur Elektro-Pokémon. Und nein, dann heißt es nämlich, der hat nur Pokémon, die in dreifacher Ausführung kämpfen. Nein, okay, das war der falsche. Chance, ich verliere. Falsche Abzweigung, scheiße. Ich muss warten. Quapsel ist total schwach. Oh Gott. Ich hasse das in diesen Arenen. Beweg dich doch schneller. Komm, du schaffst es. Nur kurz nach links springen. Komm, nur nach links. Oh, ein Evoli. Du hast ein Evoli? Mann, Scherz. Ich mach mal aufrecht. Weil ihr euch letztes Mal drüber unterhalten habt. Das hätte tauschen gegen 50 Pokémon. Hättest du ja einfach durchrauschen können. Ich schreib den einfach mal an. Evoli, Ausrufezeichen. Ich hoffe, dass Kombi sich mit 21 weiterentwickelt. Ich glaube, das war so. Ich mal nachgucken. Ja, guck mal nach, wann sie weiterfliegt. Neto, pass auf, wo du hintrittst. Das ist so bestrafend, wenn du den falschen Weg nimmst. Nicht auch ein Auto nach? Ach, egal. Wieso ist Neto auch schon in der Arena? Welches Level hast du denn? Er hat mich gesagt. Wie hieß das Pokémon in echt? Unter Kombi findet man nichts. Kombi mit C-O-M-B-E-E. C-O-M-B-E-E. Kombi, wie Biene. Achso, Bi. Bi wie Biene. Matribi, genau. 21. Oh. Nur Weibchen, ne? Ich bin nicht stark genug, um in die Höhle zu gehen. Das Männchen? Das Männchen kann sich bestimmt gar nicht weiterentwickeln. Nee, nur Weibchen. Die Weibchen können sich weiterentwickeln. Fehlt mir bestimmt ein Orden noch. Oder so. Oder Level höher. Wenn du ein Männchen hast, bist du ein bisschen garisch. Aber lernt sich auch Fähigkeiten, das Männchen? Ja, es wird sich auch. Okay, ich versuch's einfach mal. Ich hab so verkackt gegen den. Selbst mein Quapsel kann nichts. Was hast du gesagt? Das Männchen? Nur Männchen. Nur Weibchen entwickelt sich. Ja, aber kriegt das Männchen nicht wenigstens Fähigkeiten irgendwann? Ja, müsste es, ne? Okay. Selbst ein Quapsel hat keine Chance. Okay, er hat ein shiny Level 17 Pokémon, der Arena-Leiter. Wie habt ihr den fertig gemacht, den Offizier? Ich noch gar nicht. Versuche ihn jetzt noch. Okay, mal. Nummer 1 ist tot. Die sind Level 17, die Scheißviecher, die der hatte. Dann macht mein Glumanda ja kurz einen Prozess mit denen. Noch einer und dann bin ich durch. Ein Landturm. Wenn ich jetzt nicht sterbe, bin ich durch. Und ich bin durch. So, das war ja leicht. Nee, Hut tut das scheiße, dass er lernt keine einzige Flugattacke. Wo ist er denn? Kombi ist ja blöd, wenn es mir. Okay, zweite Arena abgeschlossen, ne? Echt jetzt? Ja.
Level 6, die sind Level 17, 18 und 19. Ich hab die mit zwei Attacken gekillt jeweils. Und ich konnte meinen Commander nicht töten. Geh nach Hause. Hallo, das ist die voll OP, die Fähigkeit, die ich habe, Drachenwut. 40 Schaden macht das. Die Viecher haben nur 80 HP. Am Anfang macht das halt übelst viel Schaden. Ja, ich kann einfach durchrocken. Was hattest du genau? Wie? Den Ohren? Ein Level 6, Level 25 Glutexo hatte ich. Hat sie alle wieder niedergemetzelt. Nie du. Weil er hat. Gut, das Scheiße, das ist übelst schwach und na gut, es erlernt ein paar Psycho-Attacken. Ist halt Traumfresser. Obwohl später wird man irgendwie Fliegen bekommen oder mal ein paar TMs? Ja, klar. Von dem Fisser, weil TMs wären mir irgendwie nicht schlecht, dann kann ich Hutut was von dem Guest beibringen und dann habe ich einen Shiny Noctu irgendwann. Der Hund von dem Officer ist so OP, der ruft. Ja, you cannot accept the trade. There has been a change in the last 15 years. Naja, wenn du es besiegst, der macht selbst das Quapsel einfach fertig. Wenn du es besiegst, dann hat er keine Probleme. Dann ist ja kein neuer Zug. Der macht sogar meinen Schillock ohne Probleme fertig. Was habt ihr denn für. Ich hab keine Chance gegen den. Der zweite Hund one-hitted mich. Aha. Der zwei? Achso, okay. Na, der erste, den kriege ich noch gerade so hin. Aber danach. Ich weiß nicht, kann ich euch jetzt meine Pokémon leihen? Dann gebe ich euch mein Glutexo notfalls, wenn er jetzt nicht weiterkommt. Das ist blöd. Es bringt uns ja nichts. Achso, warte, jetzt müssen wir, glaube ich, 15 Sekunden warten. Naja, ihr könnt dann damit die höheren Levelgebiete nutzen zum Trainieren, anstatt dass ihr euch durch die. Ja, dann müssen wir in den höheren Levelgebieten noch länger trainieren, weil wir dann wieder zurückkehren. Keine Ahnung. Du müsstest einfach jetzt mal irgendein anderes Pokémon trainieren, damit du nicht so weit vorlevelst, damit wir auch alle nicht die ganze Zeit unter diesem Zeitdruck halt stehen. Mhm. Ja? Mach ich ja jetzt in der nächsten Runde. Dann muss ich den Trade erst 20 Sekunden angucken, sonst kann man nicht traden. Weil ich meine, du bist schon Level 25. Wie Kreis hat noch unter Level 20 und ich habe ich habe auch nur die ganze Zeit mit Glutexo gelevelt, ne? Ich habe nichts anderes. Bei mir sind drei Pokémon Level 17 und Hutut ist Level 7. Ah, na wie? Ich habe also hab alles nur ordentlich trainieren. Ich habe alles an meinen Glutexo gelevelt. Nein, ich mache Hutut nach der Tauschtaktik, genau, in der Arena. Dann bekommt's ordentlich EP. Has been placed in Box 1. Du kriegst auf jeden Fall auf getauschte Pokémon 15% mehr XP, ne? Ah, das ist auch gut. Oder 10%, auf jeden Fall mehr XP. Das heißt, ich kann Hutut ordentlich in der Arena trainieren. Hm. Okay, jetzt ein Wingull, Level 11. Das ist eine Möwe. Kenne ich. Aber Quapsel, mal für den noch Quapsel ist wirklich schwach. Quapsel kann keine gute Attacke. Ist natürlich bei Papuzzi? Ja, aber es ist trotzdem schwach. Achso, ich will meinen Text gar nicht mehr trainieren. Dann trainieren wir Nidorino. Ein Habitak. Ey, ich weiß echt nicht, was ich gegen den Hund machen soll. In der Arena trainieren. Der Hund ist auf jeden Fall empfindlich gegenüber Kampfangriffen. Ja, aber mein Nidorina hält nur einen Schlag aus. Das wird einfach mit einem Biss, ist es tot. Nee, meins hält zwei aus. Haha. Oh, ein Pokémon-Trainer. Und wie soll ich in der Arena trainieren, wenn da nur Elektro-Pokémon sind, die gegen alle meine Pokémon super effektiv sind? Mach ja auch keinen Schaden dran. Ja, das ist auch ziemlich kacke, ja. Ich hab halt durch diese, Ich gehe jetzt den Wurm trainieren. Der ist mir gerade irgendwie vor die Füße gefallen. Ja, ich hab's kannst gesehen. Kannst du das nicht bitte nach der Aufnahme machen? Welchen Wurm trainierst du? Und welches Level hat der? Level 10. Ich hab das gesehen übrigens. Was kann ich schon Fahnschuss? Wie du den aus Versehen erhalten hast. Ich hab nichts aus Versehen erhalten. Da stand man da vorne. Du bist so ein Lacker, findest du nicht. Da kam so ein Kerl, der hat mich bedroht. Und dann. Und? Wer hat dir einen Wurm gegeben hier? Ja, das ist der erste Shiny, was ich je sehe, Nito. Dann hat er mir einen Wurm hingehalten. Was? Ein Dickter oder was? Vor allem, ich gehe einmal in dieses Scheißfeld und das erste Pokémon, was kommt, Shiny. Was in welches Feld? Kreis, ein Dickter oder was vom Vierten dir gegeben? Ja. Du Lacker. Kann ich auch einen Dickter haben? Das ist mir vor die Füße gefallen. Ich weiß nicht, mehr Dickdarm gibt's glaube ich nicht im Moment. Mehr Dickdarm aber gibt's nicht. Das mit Kombi ist kacke, das muss ich nur weiblich entwickeln. Oh, ich glaube, so stolz drauf und dann oder? Sowas. Ich weiß nicht, wenn ich eins finde, kann ich euch gerne welche mitbringen. Habe ich eh angeboten, damit ihr in dem Kampf dann Vorteile habt. Ein cooles Pokémon. Dickdarm ist cool. Dickdarm ist eines der uncoolsten Pokémon ever. Nein, Dickdarm ist ein Penis. Echt? Dicker. Ja, und vor allem ist es Boden, das macht Elektrophil. Also wenn euer Lieblings-Pokémon, was ihr gerne auspackt, dick da ist, mit dem ich gerne spiele. Los, Penis, dicke Hole.
Mir steht auch auf Dingdries, ne?